Hallo und willkommen auf MX5 Road Trips. Ja, als die neue R2S rauskam, konnte ich es auch nicht lassen. Also ich habe sie mir natürlich geholt. Und mich hat schon interessiert, ob sie in ActiveTrack 4.0 tatsächlich viel besser ist als die Mavic R2 mit ActiveTrack 3.0. Ich habe ja vor einiger Zeit ein Vergleichsvideo der ActiveTrack Version 3 und 2 eingestellt, also die Aufnahmen mit der Mavic 2 Zoom und der Mavic Air 2, und dabei festgestellt, dass beide Systeme durchaus ihre Vorzüge haben. Nun war von Interesse, ist 4 eine weitere Steigerung oder in welche Richtung entwickelt DJI die Software jetzt weiter? Soweit so gut. Ich wollte gestern Abend noch einige schöne Aufnahmen bei Sonnenuntergang für die ActiveTrack 4.0 Version drehen und hatte da auch das Smartphone so eingerichtet, dass ein Dokumentarfilm über die Fly parallel lief. Und dann bin ich losgefahren und die Drohne ist mir mit 28 Kilometern pro Stunde gefolgt, was nicht besonders schnell ist. Und ein paar Bäume, unter denen ich schon öfter durchgefahren bin, standen dann im Weg. Und nun sollte ActiveTrack 4.0 beweisen, dass es problemlos schafft, diese Bäume zu überwinden oder unter ihnen hin durchzufliegen, was ich mit früheren Versionen öfter gemacht habe. Tatsächlich ist die Drohne dann in die Bäume gekracht und aus 31 Meter Höhe abgestürzt. Unten plätschert ein Bach und Gott sei Dank ist sie nicht in diesen Bach gefallen, sondern ein ganz kurzes Stück daneben. Aber es war schon eine sehr aufgeregte halbe Stunde, sie wiederzufinden. Denn oben aus den Baumkronen in 31 Meter Höhe hätte man sie nicht holen können. Und wäre sie in den Bach gefallen, wäre sie auch natürlich zerstört worden. Aber ich hatte Glück und insofern, sie hat es überlebt. Aber es bringt mich doch darauf, jetzt den Schwerpunkt etwas in dem Video zu verlegen, auf die Gefährlichkeit dieser Programme, ActiveTrack-Programme, die seit der Version 2 über die Version 3 bis jetzt zur 4 zunehmend gefährlicher geworden sind. Und diese Gefährlichkeit möchte ich mit Ihnen zusammen analysieren, weil diesmal sowohl die Kamera der Drohne weiterlief, wie eben auch das Dokumentarvideo des Screens existiert, sodass man alle Einzelheiten sehr genau analysieren kann. Ich will dann auch auf die Abstürze mit der Mavic Air 2 noch eingehen, die anderer Art sind, was eben an der Programmierung liegt. Nun könnte man sagen, wenn jemand es schafft, dass die Drohnen mehrfach hintereinander abstürzen, dann hat er wohl irgendwie das nicht richtig gelernt mit dem Fliegen. Kann man so sehen. Auf der anderen Seite mehrere sehr gute Drohnenpiloten, erfahrene Drohnenpiloten haben in letzter Zeit Videos bei YouTube eingestellt, bei denen sie Abstürze dokumentieren, eben dieses Modells R2S. Es kann also nicht nur an meiner Unfähigkeit liegen, sondern hier sind offenbar tatsächlich systematische Probleme der Software vorhanden. Die wollen wir uns ansehen, einerseits, und zum anderen allerdings auch die Stärken der verschiedenen ActiveTrack-Programme nochmal in Erinnerung rufen. Auf geht's! Welches die beste Drohne ist, hängt natürlich davon ab, was wir von den Aufnahmen erwarten. Bei mir ist es so, dass ich schöne cinematische Aufnahmen bei der Verfolgung von Fahrzeugen drehen möchte. Mich interessiert sehr viel weniger, ob die Drohne in der Lage ist, in einem dichten Wald einem Fußgänger zu folgen. Was natürlich entscheidend ist bei der Produktion von ActiveTrack-Aufnahmen, ist die Verwendung
verwendeten Software, also der Go4 oder der Fly App von DJI. Die beiden unterscheiden sich gründlich. Während die Go4 es zulässt, während des Starts noch in Bodennähe den Rückkehrpunkt umzustellen vom Startpunkt auf den Controller, was sehr hilfreich ist bei Active Track, und gleichzeitig auch die Funktion Active Track in Bodennähe, also bereits 2 Meter über dem Boden zu starten, lässt die Fly das nicht zu. Sie lässt den Wechsel vom Startpunkt auf den Controller erst dann zu, wenn tatsächlich Active Track eingeschaltet ist. Und Active Track kann man erst bei einer Mindesthöhe von 10 Meter über dem Boden einschalten. Sonst wird automatisch auf Spotlight zurückgestellt. Das ist eine überaus ärgerliche Funktion, weil dann natürlich, wenn man tiefer fliegt als 10 Meter, ein Active Track abgebrochen wird. Was ich von den Aufnahmen erwarte, zeigen die Aufnahmen, die mit der Mavic 2 Zoom gemacht wurden, sehr gut. Sie fliegt extrem tief, sehr nah am Fahrzeug und in konstantem Abstand. Sie kann bei Kurven sehr schön dem Fahrzeug folgen. Und was das Wichtigste ist, sie kann Aufnahmen von vorne drehen, aufnehmen. Das kann keine der anderen Active Track Versionen, das kann nur die 2.0. Was kann die 2.0 nicht? Sie kann nicht Hindernissen gut ausweichen, eigentlich überhaupt nicht, weil sie hat kaum künstliche Intelligenz mitbekommen. Wechseln wir nun zu Active Track 3.0 und zur Mavic Air 2. Diese Drohne hat eine deutlich bessere Kamera. Wir sehen jetzt hier im Bild sowohl die Bildschirmaufzeichnung der Steuerung, wie auch die von der Drohne aufgenommenen Aufnahmen, die sehr gute Qualität haben, deutlich besser als die von der früheren Zoom sind. Was ist noch neu? Die Verfolgung lässt höhere Geschwindigkeiten zu, was aber nicht wirklich wichtig ist, weil die Geschwindigkeit lässt sich natürlich in der Post-Production mit Final Cut Pro auch einstellen. Was die Mavic Air 2 sehr gut kann, sie kann den Abstand relativ gut zum Auto wahren, sie kann ihm sehr gut folgen, ohne dabei irgendwie nervös zu wirken. Sie hält den Abstand kontinuierlich und verliert das Fahrzeug nicht. Also das ist alles wirklich gut gelöst. Sie kann fast ebenso tief fliegen wie die Zoom. Das ist eine ganz wichtige Funktion. Und sie ist mit Abstand intelligenter als die frühere Kombination von Zoom und Active Track. Das sehen wir jetzt hier an einem Video, das auf einem Pass in Spanien aufgenommen wurde, dem Pass Grau im Tramontana-Gebirge, das Welterbe ist. Ich zeige dir das Video, weil es zeigt, wie die Drohne ab und zu innehält, anhält, einen Moment nachdenkt und dann den günstigsten Weg sucht. Das kann sie unglaublich gut. Also insofern hat diese Mavic Air 2 eine gehörige Portion Intelligenz eingepflanzt bekommen. Sie kann dabei sogar den Weg der Straße verlassen und eine Abkürzung wählen. Sie lässt sich von entgegenkommenden Fahrzeugen nicht irritieren. Das lässt sich überhaupt nicht überbieten, wie intelligent und gelassen diese Drohne selbst schwierigste Passagen elegant meistert und das auch in schönen Aufnahmen festhält. Natürlich auch hier geht es nicht ohne Crash. Darum geht es ja in diesem Video. Der erste Crash fand auf dieser Passstrecke im Tramontana-Gebirge statt. Die Drohne hatte das Auto verloren, angehalten und hat zunächst einmal gestoppt.
Und da wäre ja auch nichts passiert, wenn ich zurückgegangen wäre und mich um die Drohne gekümmert hätte, wäre überhaupt nichts passiert. Aber wenn man die Return-to-Home-Funktion drückt, auch wenn sie auf den Controller eingestellt ist, steigt die Drohne zunächst mal auf. Das muss sie, das ist eine Voreinstellung. Und wenn sie keine Sensoren nach oben hat, dann bleibt ja nichts weiter übrig, als zu kollidieren. Und man sieht nun bei der Analyse, dass sie mehrere Male versucht, wieder aufzusteigen. Insgesamt hat diese Kollision über 11 Sekunden gedauert, wo sie immer wieder versucht aufzusteigen, stabilisiert sich, versucht aufzusteigen und stürzt wieder ab. Am Schluss hat ihr dann die Trockenmauer da den Garaus gemacht. Aber es ist erstaunlich, wie die Drohne immer wieder versucht hat, sich aus der Situation zu befreien. Nur eben, wenn sie keine Sensoren hat und die Mavic 2 Zoom hatte welche, aber eben die R2 nicht, dann taucht dieses Problem auf der Programmierung. Hier im zweiten Crash, in der zweiten Crash-Analyse geht es darum, dass die Drohne sich zwar sehr gut stabilisieren kann nach einem Crash, aber nicht unbedingt die Orientierung behält. Im vorliegenden Fall wird die Hauptkamera, also der Hauptsensor ist bei der R2, geblendet und die Drohne kann sich zwar stabilisieren, aber sie verliert die Orientierung. Und das führt dann dazu, dass sie in einen Sinkflug übertritt, nicht in einen Sturzflug, aber in einen relativ raschen Sinkflug. Und den auch nicht mehr beenden kann, also nicht mehr sich selber stoppt, sondern diesen Sinkflug bis zum Boden durchhält und dabei dann in der Schlussphase eben auch abstürzt. Hier kann man der Programmierung gar nichts vorwerfen, sondern das lässt sich nicht vermeiden. Wenn eine Blendung der Drohne eintritt, das steht übrigens auch in der Anleitung, kann sie sich nicht orientieren. Das ist nicht vermeidbar gewesen. Immerhin Kompliment an DJI. Auch mehrere Abstürze dieser Drohne, sie hat inzwischen drei hinter sich, haben nicht dazu geführt, dass es irgendeine Form von Beschädigung an ihr gibt. Und die Abstürze waren jeweils aus Höhen von deutlich über 10 Meter. Also insofern, diese Drohnen sind extrem robust gebaut. Kommen wir zur letzten Variante der Active Track Version, nämlich der 4.0 in Kombination mit der R2S. Die Drohne ist nicht nur überaus beliebt, sie gilt im Moment als beste überhaupt und das zu Recht. Sie hat eine hervorragende Kamera, die Flugeigenschaften sind toll. Es gibt kaum etwas an ihr zu kritisieren. Aber hier geht es eben darum, ob Active Track 4.0 eine Verbesserung ist oder nicht. Es ist es nicht. Wir werden das jetzt in der Gegenüberstellung von 3.0 und 4.0 bei Vergleichsaufnahmen sehen. Dabei wird übrigens der Controller gelegentlich gewechselt zwischen Smart Controller und Normal Controller. Hier zeigt sich zunächst mal, dass die Programmierung bei 4.0 so ist, dass bei Hindernissen nach oben ausgewichen wird und nicht etwa durch ein Fenster, durch eine Lücke geflogen wird. Das halte ich für eine ganz falsche Programmierung. Es ist zwar möglich, die Drohne gelegentlich doch in Bodennähe zu zwingen, aber sie macht das nicht gerne. Das sieht man der Aufnahme an. Nur mit Mühe gelingt es mir hier in diesem Fall noch durch unter den Bäumen durchzukommen, aber sie reagiert vollkommen verrückt, fliegt wie wild umher und beinahe wäre es zu Crash zu den umliegenden Büschen gekommen, die sie ja nicht erkennen kann, weil sie dafür keine Sensoren hat. Außerdem zeigt sich, dass der Smart Controller das Flugverhalten deutlich nervöser gestaltet, als es der Normal Controller tut. Ich vermute, dass das daran liegt, dass die Rechenleistung des Prozessors im Smart Controller viel geringer ist als die der verwendeten Smartphones in Kombination mit dem Normal Controller.
Das sind in aller Regel Snapdragon der Baureihen 865 oder höher. Was man sieht, ist, dass Stoppverhalten in 3.0 viel eleganter ist. Die Drohne umkreist das Fahrzeug nochmal, steigt leicht auf und hält dann auch an. Das kann man überhaupt nicht besser machen. Wunderbar elegant. Das sieht bei 4.0 ganz anders aus. Wird der Normalcontroller eingesetzt, dann fliegt sie ein bisschen wild hin und her, aber immerhin, sie kriegt sich dann irgendwann ein und hält wenigstens an. Setzt man den Smart Controller ein, sieht die Sache völlig anders aus. Im vorliegenden Fall hat sie überhaupt nicht mehr angehalten. Ich musste dann von Hand eingreifen und sie abbremsen. Kommen wir zu den Crash-Analysen. Zunächst einmal die Crash-Analyse eines Beinahe-Crashs, diesmal mit der Mavic Air 2, die bedauerlicherweise keine seitlichen Sensoren hat, was ihr größter Nachteil ist. Und insofern ist sie auf die Hauptkamera angewiesen. Die hat übrigens den Crash hier verhindert. Aber es wäre wünschenswert gewesen, dass DJI bei dem Nachfolgemodell seitliche Sensoren eingesetzt hätte und nicht etwa welche, die nach oben zeigen. Das ist leider nicht der Fall. So, kommen wir jetzt zur letzten Variante, nämlich der Active Track 4.0 und hier zur Crash-Analyse eines tatsächlichen Crashs. Auch hier ist das Video vom Smartphone, das Screenshot-Video eingeblendet, sodass man sehr gut die Reaktion von Active Track 4.0 im eingeblendeten Bildschirm sieht. Da sieht man zunächst mal, dass beim Start es schwierig ist, überhaupt in Active Track zu kommen. Es bedurfte mehrerer Versuche. Natürlich könnte man direkt über 10 Meter aufsteigen, dann würde es auch funktionieren. Aber ich will eben nicht aus großer Höhe dem Fahrzeug folgen, sondern möglichst tief. Und das führt hier regelmäßig wieder dazu, dass die Steuerung auf Spotlight zurückspringt und die Drohne dann einfach stehen bleibt. Das finde ich sehr ärgerlich und überhaupt nicht gelungen. Man ist denn gezwungen, bei der Verfolgung des Fahrzeugs immer in diesem Bereich von oberhalb von 10 Meter zu bleiben. Und das finde ich keine sehr gelungenen Perspektiven, auch keine schönen Aufnahmen. Jedenfalls zwischendurch sollte man mal tiefer fliegen können. Gut, das geht aber nicht. Absolut problematisch wird die Situation aber, wenn sich jetzt Hindernisse in den Weg stellen, bei der die 10-Meter-Grenze nun zum Problem wird. Die Active Track 4.0-Version ist programmiert auf Aufsteigen und Hindernisse eben zu überfliegen, statt unter ihnen durchzufliegen. Und das versucht die Drohne hier auch und es gelingt ihr nicht. Die Drohne steigt von 28 Meter auf 31 Meter, beendet den Aufstieg dann, aus welchen Gründen auch immer, das ist nicht ersichtlich, warum sie ihn abbricht. Aber jedenfalls erkennt sie auch dieses Fenster links nicht, das hätte die Active Track 3.0-Version auf jeden Fall erkannt. Vielmehr bricht sie mit dem Aufstieg ein bisschen ab, setzt ein bisschen zurück, das kann man noch nachvollziehen, aber, und jetzt wird es problematisch, sie setzt den Aufstiegsversuch fort, obwohl ihr Sensor vorne eigentlich die darüber liegenden Äste hätte erkennen müssen. Dann setzt sie ein Stück zurück und jetzt, weil sie hinten eben das auch nicht erkennt, kommt es zur Kollision mit Ästen. Wir sehen, wie die Drohne abstürzt hier. Das zeigt allerdings die eingeblendete Software unten links nicht an, sondern sie meldet ganz andere Dinge, nämlich dass ein Aufprall erkannt wurde, dass der Sichtsensor blockiert ist und dass man vorsichtig fliegen sollte. Und am Schluss stellt sie fest, dass sich die Motoren nicht weiter drehen können. Soweit so gut. Aber sie gibt weiterhin Starterlaubnis, was ja vollkommen absurd ist. Wir sehen noch mal nach, warum das passiert ist. Nein, es war eben nicht um Fliegen eingestellt, sondern Bremsen. Also warum um alles in der Welt hat die Drohne versucht aufzusteigen, wenn sie doch einfach schlicht anhalten sollte?
Es folgen 30 Minuten Drohnensuchen, weil es ist gar nicht so einfach, eine Drohne wiederzufinden, bei der man nicht weiß, ob sie in 31 Meter Höhe oder unten im Bach liegt. Das kann man ja jetzt erst sehen, wenn man sich das Video ansieht. Aber wenn man dort vor Ort ist, dann sucht man natürlich anhand des GPS-Signals die Drohne. Und das Piepen ist weder sehr laut und natürlich kann man das Blinken, wenn es im dichten Buschwerk die Drohne eben hängt, überhaupt nicht sehen. Also es war nicht ganz einfach, aber immerhin sie wurde gefunden und sie war Gott sei Dank nicht beschädigt, sie war nicht abgestürzt in den Bach und sie war auch nicht in einer Höhe hängen geblieben, wo sie unerreichbar gewesen wäre. Also Glück im Unglück bei dieser Angelegenheit. Trotzdem ist das Ergebnis aus meiner Sicht unbefriedigend. Es zeigt, dass Active Track 4.0 auf jeden Fall ein riesiger Rückschritt gegenüber 3.0 ist, was die Sicherheit betrifft und auch was die künstliche Intelligenz betrifft. Kurz und gut, mir ist nicht ersichtlich, was hier überhaupt der Vorteil bei dieser Version sein soll. Warum macht man Active Track Aufnahmen? Nun gut, es ist ein bisschen Eitelkeit. Man möchte sich selbst in einer Situation filmen und das mit einer Drohne. Und insofern sollen diese Aufnahmen natürlich ganz schön aussehen. Das ist zwar Geschmackssache, aber ich glaube, dass tieffliegende Drohnenaufnahmen, egal ob man jetzt mit dem Mountainbike, mit dem Motorrad oder mit dem Roadster unterwegs ist, dramatischer aussehen, als wenn man sie aus großer Höhe und etlicher Entfernung aufnimmt. Also vor diesem Hintergrund denke ich, ist das, was Active Track 2.0 bietet, zusammen mit der Mavic Air 2 Zoom, aus meiner Sicht das Beste, was überhaupt möglich ist, wenn man sich jenseits von der SkyDio 2 auffällt, also mit DJI-Drohnen vorlieb nehmen muss und die SkyDio ist ja bekanntlich nicht lieferbar nach Europa. Die Bildqualität der Zoom ist natürlich nicht die allerbeste. Insofern, wenn man jetzt den Vorteil von der Active Track 2.0-Version nutzen will, wäre der Umstieg auf die Hasselblad-Version sicherlich empfehlenswert. Insofern würde ich sagen, Zoom oder Hasselblad, jedenfalls Mavic 2 Pro, scheint mir das geeignete Modell für diese Art Aufnahmen zu sein. Die für mich faszinierendste Drohne war in diesem Test allerdings die Air 2 mit ihrer geradezu unglaublichen, dem menschenähnlichen Intelligenz. Das hat mir zunächst einen Schrecken eingejagt, denn künstliche Intelligenz ist natürlich auch irgendwo eine Bedrohung für uns. Aber es zeigt, welche ungeheuerlichen Möglichkeiten und Entwicklungsmöglichkeiten in künstlicher Intelligenz sind. Und davon hat die Air 2 eine Menge mitbekommen. Sie ist ein Ausblick in die Zukunft, eine faszinierende Drohne. Die Air 2S ist zwar als Drohne eine ebenso faszinierende und was die Kamera betrifft natürlich nochmals bessere Drohne und ich teile auch die Meinung der Community, dass es die derzeit beste Konsumerdrohne überhaupt ist. Aber die Programmierung von Active Track 4.0 durch DJI ist eine reine Katastrophe. Ich weiß nicht, was man sich dabei gedacht hat. Erstens mal gefährdet diese Programmierung des Ausweichens nach oben offensichtlich die Drohne selber, denn die vorderen oberen Sensoren, die es jetzt zusätzlich gibt, sind ganz offensichtlich nutzlos. Statt die dringend notwendigen seitlichen anzubringen, hat man hier zwei Sensoren angebracht, deren Sinn, das zeigt das Video, offensichtlich nicht ersichtlich ist, die also gar nicht die Umgebung erfassen können, die den Absturz hätte vermeiden sollen, die Warnung durch diese Sensoren. Nun, wie auch immer.
Also das ist eine Riesenenttäuschung. Aber viel schlimmer finde ich noch, unabhängig davon, dass die beiden neuen Sensoren nicht besonders nützlich sind, ist, dass die Programmierung jetzt die Mindestflughöhe auf 10 Meter eingestellt hat und sonst das Programm automatisch in umspringt und Active Track verlässt. Was hat man sich denn dabei gedacht, wenn man jetzt unterwegs auf einer Passstraße ist, die Drohne fliegt hinter einem und aus irgendwelchen Gründen muss man plötzlich oder kommt man unter die 10 Meter Grenze und dann hält die Drohne an und man kriegt das gar nicht so ohne weiteres mit. Das ist eine absolut schwachsinnige Angelegenheit, die dort programmiert ist. Ärgerlich ist auch, dass man den dringend notwendigen Wechsel vom Startpunkt zum Controller, den man bei Active Track ja auf jeden Fall vornehmen muss, denn man will die Drohne ja irgendwann, wenn man am Ziel angekommen ist, einer Fahrt auch runterholen und nicht, dass sie dorthin zurückfliegt, wo man gestartet ist, dass das erst im Flug möglich ist. Und erst wenn Active Track eingeschaltet ist, dann in 10 Meter Höhe die Drohne rumschwebt und man dann anfangen muss, Einstellungen vornehmen, das ist alles katastrophal schlecht gelöst. Also insofern, ich bin überhaupt nicht begeistert von Active Track 4.0 und halte das Programm für einen riesigen Rückschritt. Gut, es war eine Dokumentation, Sie können anderer Meinung sein. Der Test sollte dazu dienen, sich eine Meinung zu bilden, nicht eine vorzugeben. Sie haben einen Eindruck bekommen und ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht, auch wenn es ein bisschen lang geworden ist, dieses Video. Und wir sehen uns bald mal wieder. Tschüss.